Das vierte Bild. San Roque González de Santa Cruz. Gleich mit den Eroberern kam die katholische Kirche nach Paraguay. Die ersten Missionare verhielten sich zu der Urbevölkerung hier in Paraguay viel besser als in Mexiko. Sie bezahlten oft mit ihrem Leben ihre ernsten Versuche, das Wort Christi den Heiden im Urwald zu verkünden. So endete auch der in Asunción 1576 geborene Priester, Vater Roque González de Santa Cruz, 1628 tragisch, dessen Herz im Feuer angeblich wie von einem Wunder erhalten blieb, während sein sonstiger Körper verbrannte. Später, als er schon zum Heiligen des Landes aufstieg, wurde deshalb gerade das Herz zu seinem Symbol. Das vierte Bild. San Roque González de Santa Cruz. Gleich mit den Eroberern kam die katholische Kirche nach Paraguay. Die ersten Missionare verhielten sich zu der Urbevölkerung hier in Paraguay viel besser als in Mexiko. Sie bezahlten oft mit ihrem Leben ihre ernsten Versuche, das Wort Christi den Heiden im Urwald zu verkünden. So endete auch der in Asunción 1576 geborene Priester, Vater Roque González de Santa Cruz, 1628 tragisch, dessen Herz im Feuer angeblich wie von einem Wunder erhalten blieb, während sein sonstiger Körper verbrannte. Später, als er schon zum Heiligen des Landes aufstieg, wurde deshalb gerade das Herz zu seinem Symbol.